Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin Nina und wir werden jetzt gemeinsam den Super Feriencamper von Barbie dekorieren bzw. ausstatten. Wir haben jede Menge Kleinteile, hier zum Beispiel Stoffe und Marshmallows, aber wir haben auch ganz viele Aufkleber und damit werden wir jetzt unseren Camper verschönern. So, jetzt öffnen wir hier unten eine Schublade und da befindet sich ein Pool drin und wir können eine Rutsche damit verbinden. Die befindet sich hier oben. Von der Seite hier könnt ihr das jetzt nochmal viel besser sehen. Also von hier oben führt dann eine Rutsche in unseren Swimmingpool. Im obersten Stockwerk haben wir jetzt noch einen Kronleuchter und eine Hängematte für unsere Barbie. Da kann sie sich dann entspannen und wenn sie Lust hat, dann einfach herunterrutschen direkt in den Pool. Auf der Dachterrasse des Campers befinden sich jetzt noch zwei Stühle und ein Tisch. Da kann dann Barbie genüsslich Mahlzeiten zu sich nehmen, sogar noch über der Hängematte, also wirklich in schwindelerregender Höhe. In diesem Ersatzreifen hier haben wir jetzt noch die Möglichkeit, Marshmallows über dem Lagerfeuer zu grillen. Und das Ganze können wir natürlich auch aufklappen. Die Küche habe ich euch ja soweit schon gezeigt, aber ich habe jetzt noch ein paar Details eingebaut. Einmal Eier, Milch, hier an der Seite haben wir dann noch ein kleines Geschirrhandtuch und wir können hier noch eine große Schlaffläche einbauen, eine Decke und hier habe ich noch zwei Kissen mit Barbie-Logo. Und das war's jetzt soweit zu dem Barbie Super Feriencamper. Die Küche haben wir hier, noch einen kleinen Schlafbereich, dann eine Rutsche, die geht ab von dem Wohnzimmer. Hier oben haben wir noch einen Flachbildfernseher, den hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Und hier hinter verbirgt sich noch ein Sofa. Die Hängematte hat sich mittlerweile schon wieder gelöst. Hier dann die Dachterrasse, die Stühle, die oben drauf sind, dienen auch gleichzeitig als Autositze.
Aber hier ist gerade unser Badezimmer. Das können wir natürlich auch aufklappen. Ich finde es etwas merkwürdig, dass die Fahrerkabine gleichzeitig auch das Badezimmer ist. Weil diese Toilette ist fest eingebaut und dann haben wir sozusagen hier dann die Autositze und dahinter direkt die Toilette. Also letztendlich muss ich sagen, dass mir der Glam Camper von Barbie besser gefallen hat als dieser Super Feriencamper. Das liegt auch daran, dass man das ganze Auto irgendwie auseinanderklappen konnte. Hier hat es jetzt verschiedene Ebenen und bei den Glam Camper konnte man wirklich das ganze Auto zerlegen und man hatte auch noch eine Dusche. Das fand ich auch ganz cool. Einen Pool hatte man bei dem Barbie Glam Camper auch, allerdings keine Rutsche, soweit ich weiß. Da überlege ich mir nochmal, ob ich die nochmal ausprobiere. Aber das jetzt zu dem Barbie Super Feriencamper. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!